Ja, schönen guten Tag zusammen. Da sind wir nochmal und in diesem Video möchte ich ein Beispiel für die Simulation von Bruchmechanik in ANSYS erstmal erzeugen. Bevor ich mit dem Beispiel anfange, wollte ich einmal kurz eine Funktion da von Workbench einmal kurz thematisieren, die aus meiner Sicht sehr hilfreich ist. Und zwar, wenn Sie in Workbench über View gehen und diese die Datei bzw. Files aktivieren, können Sie dieses Fenster sehen und über dieses Fenster können Sie immer separat gucken, welche Dateien Sie haben. Grundsätzlich, welche Dateien in dem Modell gespeichert sind und wo diese Dateien sich befinden. Als Beispiel, wenn man Geometriedatei benötigt oder braucht, kann man dann gucken, wo diese Datei sich befindet. Man kann dann diese Datei exportieren, woanders kopieren oder halt wiederverwenden, wenn man die gleiche Geometrie hat, aber gerne mit einem anderen Modell arbeiten möchte. Genauso gut kann man natürlich Werkstoffdateien sehen und auch die Ergebnisse. Da sind ziemlich gut, diese Dateien sind ziemlich gut beschrieben. Daher können Sie sich ja mal lesen und Beispiel ANSYS Result File, wo Sie dann halt die Ergebnisse quasi finden können. Und da hier sehen Sie dann, wo diese Dateien gespeichert sind. Jetzt zurück zu dem Beispiel, wie ich ja vorhin gesagt habe in dem ersten Video. Mein Ziel ist Simulation von zwei Bauteilen, die über Walzverfahren ja aufeinander gebracht sind, beziehungsweise plattiert sind und da möchte ich einen Riss erzeugen. Ich habe ein Grundmetall mit einer Länge von 115 mm und einer Höhe von 15 mm. Dann habe ich eine Auflage mit der gleichen Länge und einer Dicke von 5 mm. Das gesamte Bauteil hat eine Dicke von oder eine Breite von 15 mm. Und der Bereich, wo halt, wo ich dann als Riss definieren möchte, hat auch eine Länge, sagen wir mal so, von 15 Millimeter. Und in dem Bereich werde ich auch genauso meine Randbedingungen bzw. meine Lagerung definieren. Genau, dann würde ich dann ein neues Projekt erzeugen. Ich hatte vorhin einmal die Simulation durchgeführt für den Fall, wenn die Berechnung über ANSYS ein bisschen länger dauert und dann wollte ich nicht eine halbe Stunde mit ihm zusammen warten, dachte ich mir, erzeuge ich erstmal die Ergebnisse hier und danach können wir uns dann halt die Ergebnisse schauen und anschauen. Dann fange ich direkt mit dem Modell an. Ich nutze nochmal Static Structural. Und möchte ich gerne ein neues Modell quasi definieren. Ich nenne einmal das Modell um. Werkstoffdaten haben wir bereits drin. Ich nutze dann halt genau sowohl für die Auflage bzw. für die Beschichtung als auch für Grundmetall, wo ich dann halt Standardstahl nutzen und jetzt der erste Schritt für mich wäre in dem Fall Geometrie. Ich verwende immer noch Design Modeler und da kann ich ziemlich einfach mein Bauteil erzeugen. Mein Ziel ist erstmal vielleicht hier das Gesamtbauteil, das heißt die Auflage plus Grundmetall zu erzeugen. Und dann werde ich das Bauteil einmal auf zwei Bauteile auftrennen. Mit der Funktion Split und danach in dem zweiten Schritt werde ich versuchen, meinen Riss
erzeugen. Als Arbeitsebene würde ich dann halt XY-Ebene aussuchen. Sie können gerne auch andere Ebenen aussuchen. Mein Bauteil hat, wie gesagt, eine Länge von 115 mm. Daher würde ich versuchen, erstmal meine Units bei Millimeter zu haben. Und klicke ich auf XY-Ebene und dann erzeuge ich erste Skizze, Skizze 1. Und ja, würde ich dann halt einfach würde ich ein bisschen reinzoomen. Mal ein bisschen, dass ich ja, es ist nicht wichtig, dass die Seiten auf X und Y-Achse kommen, ist einfach so für mich ein bisschen schöner. Genau, gut, da möchte ich einmal eine Angabe machen und auch die Dicke. Wie gesagt, das ist Gesamtbauteil 115 mm und hier die Dicke insgesamt wäre 20. Und ja, das wäre mein Bauteil, können wir uns einmal angucken. Und dann kann ich jetzt generieren. Skizze ist da und ganz einfach werde ich dann von dieser Skizze ein Bauteil generieren Richtung Z. Für mich ist akzeptabel. Die Dicke des Bauteils ist 15 mm. Und das finde ich schön. Und ja, das kann ich gerne einfach generieren. Bauteil ist da. Erstmal ohne Skizze, sieht gut aus. Genau. Wie gesagt, jetzt möchte ich erstmal die Auflage und Grundmetall erzeugen. Dafür verwende ich nochmal Extrude. Ich komme darauf, aber dafür benötige ich erstmal eine neue Skizze. Da werde ich nochmal auf XY-Ebene zurückgreifen und da erzeuge ich eine neue Skizze. Skizze 2. Und dafür benötige ich einfach eine ganz einfache Linie. Und diese Linie muss natürlich gleiche Länge haben wie das Bauteil. Allerdings, was ich anpassen muss, ist dann die Höhe von der Auflage bzw. vom Grundmetall. Und das Grundmetall hat 15 mm und der Rest bleibt 5 mm. Genau, das war nur eine einfache Linie. Das habe ich erzeugt. Jetzt muss ich erstmal das generieren. Habe ich mein Sketch und nutze ich nochmal Extrude-Funktion. Nutze ich mein Skizze 2 als Funktion und hier als Operation kann ich gerne Slice Material auswählen. Und wenn man, in dem Fall habe ich nur ein Bauteil, daher Target Bodies lasse ich bei Whole Bodies, sonst könnte man das natürlich anpassen. Die Tiefe passt und was ich aber nicht möchte, ist, dass ich möchte nicht die beiden Bauteile zusammenführen. Das heißt, diese Merge Topology Funktion möchte ich jetzt mal deaktivieren. Gut, wenn alles gut klappen sollte, dann habe ich zwei Bauteile. Erstmal die Skizze weg. Genau, Bauteil. Grundmetall und Auflage. Ich kann genauso gut erstmal die umbenennen. Ich habe alles auf Englisch gemacht, dann würde ich dann versuchen, auf Englisch zu halten, Code und Base. Okay. Wie ich auch in meiner Präsentation gezeigt habe, ich möchte gerne einen Riss haben. Ich gehe davon aus, die Bindung nicht komplett gut war und
möchte ich einen Riss haben, dafür werde ich dann halt eine, in dem Fall eine Länge von 15 mm auswählen und da werde ich nochmal Slice-Funktion verwenden. Das heißt, wieder XY-Ebene, eine neue Skizze, dann in diesem Fall werde ich dann halt statt eine horizontale Linie, eine vertikale Linie erzeugen. Und das kann ich einfach hier durchführen. Wichtig ist, dass vertikal ist. Das ist vertikal. Und den Abstand kann ich auch hier definieren. Wie gesagt, Sie können dann andere Werte nehmen. Also ich bleibe bei 15, aber muss nicht sein, dass es halt exemplarisch dargestellt. Dann erzeuge ich meine Skizze und dann gehe ich nochmal über Extrude, Geometrie, Sketch 3, nochmal Slice Material. Die Tiefe bleibt so. In dem Fall tatsächlich möchte ich die 2 auch nutzen. Da habe ich kein Problem damit. Nochmal möchte ich dann halt die beiden nicht kombinieren. Ja, das muss dann halt auch funktionieren. Jetzt haben wir 4 Bauteile, beziehungsweise 4 Körper. Einmal Base, das nenne ich mal einmal Base. Heft, das kann man anders auch nennen. Dann haben wir Code Left, dann haben wir Base Right, dann haben wir Code Gut, das wäre alles, was ich in dem Fall erreichen wollte. Und jetzt gehen wir zurück. Geometrie haben wir. Ich habe das Ganze einmal gespeichert. Okay, super. Jetzt haben wir Geometrie. Dann müssen wir halt das Modell mit Mechanical erzeugen. Was wir dann haben, nochmal als Erinnerung, solange ich warten muss, die Schritte, die wir haben. Einmal Kontakte erstmal uns angucken, die müssen wir halt definieren, beziehungsweise bearbeiten, wird das automatisch von ANSYS ja, erstmal entdeckt und auch definiert, aber müssen wir dann halt gucken, ob die passen oder nicht. Zweiter Schritt wäre dann halt, den Riss zu definieren und dann unsere Boundary Conditions und danach können wir die Simulation durchführen. Ich werde heute nur halt eine Zugspannung bzw. eine Verschiebung in Richtung Y anwenden, aber Sie können genauso gut versuchen, den Teil von dem Bauteil in Richtung Z und auch in Richtung X zu verschieben, das heißt Mode 2 und Mode 3. Und das können Sie als Übung einmal für sich durchführen und mir zukommen lassen. Ich gehe sehr stark davon aus, bei Ihnen wird das Ganze tick schneller laufen über Windows. Leider, ich nutze dann halt ANSYS über Linux und mein Rechner ist auch nicht so halt der neueste. Und daher dauert das manchmal ein bisschen, dass das Modell bzw. die Anwendung startet. Gut, kommt langsam.
Ja, wie Sie sehen, wird das erstmal die Geometrie aufgehängt und sobald und wird das natürlich auch ein bisschen versucht zu gucken, welche Kontakte da gibt es. Dann ist erzeugt erst das erste Modell quasi und da können wir dann halt damit arbeiten. Genau. Ich glaube, es wäre soweit. Und auch natürlich die Solution erzeugt. Wir hatten dann Static Structural ausgesucht, das kommt auch dazu. Und dann können wir arbeiten. Kontrollieren wir erstmal alles. Geometrie, wir haben jetzt aktuell vier Bauteile bzw. vier Körperteile. Die haben wir hier. Material haben wir gehabt. Manchmal passiert das, wenn Sie dann halt Geometrie einmal bearbeiten, dass ein Bauteil hier so ein Fragezeichen kommt, dann müssen Sie ja mal über Bauteil gehen und dann gucken, ob das dann alle Eigenschaften richtig sind. In der Regel ist das dann halt manchmal, wenn Sie einen neuen Körper erzeugen, dann wird das nicht automatisch Werkstoff definiert, sondern dann müssen Sie hier kommen und nochmal Werkstoff definieren. In dem Fall ist alles definiert, daher können wir ruhig weitergehen. Wie gesagt, Connections ist wichtig zu gucken. Jetzt alle vier Connections wurden dann erstmal entdeckt von Ansys. Können dann gerne auch die kontrollieren. Einmal, wir sehen das zwischen Based Left und Code Left. Die beiden, das ist genau, wo ich dann halt meine Delamination erwarte. Und daher würde ich das tatsächlich erstmal deaktivieren, dass möchte ich da keinen Kontakt haben, beziehungsweise da möchte ich freilassen. Aber restliche Kontakte kann ich genauso lassen, also Base Left und Base Right quasi unten. Die können bonded bleiben und dann habe ich dann halt Code Left, Code Drive kann auch genauso bonded bleiben und dann auch Code Right und Base Right. Können die auch meinetwegen Kontakt haben. In Realität haben die auch einen Kontakt da. Und dann können wir so lassen. Dann, um das Ganze einfach zu haben, werde ich dann halt mein Mesh einmal so lassen, wie das ist. Außer halt die Mesh-Größe kann ich da einmal vielleicht da anpassen. Also 3,5 mm aus meiner Sicht ist ziemlich gut. Und Adaptive Sizing würde ich dann erstmal deaktivieren, sonst soll das passen. Genau. Und ja, wir können einmal das uns die Vernetzung angucken, wie das aussieht. Gut, so sieht das Mesh erstmal aus. Man sieht, dass es gibt ein Structural Mesh und das sieht auch gut aus. Allerdings, ich arbeite gerne mit Tetra-Vernetzung. Daher werde ich dann jetzt das Ganze mit Tetra-Vernetzung erstmal vernetzen und aber Sie können genauso gut die Vernetzung so lassen und dann wird das auf jeden Fall aus meiner Sicht ausreichend sein und da können Sie gerne einmal ausprobieren. Genau, jetzt Rechner ist heute extrem langsam, aber ich versuche Ruhe zu bewahren. Genau. Jetzt können Sie dann den Unterschied zwischen Structural Mesh und Tetrahedral Mesh einmal sehen.
Ja, da haben wir ein bisschen halt andere Vernetzung. Und da können wir damit sehr gut, da können wir dann gerne damit arbeiten. Genau, das war die Vernetzung. Dann haben wir erstmal das Modell grob entwickelt, aber wir wollten erstmal einen Riss definieren. Dafür werde ich dann halt über Modell rechtsklicken, Insert und dann halt Fracture-Modul hinzufügen. Dann habe ich diese Fracture-Modul und über diese Fracture-Modul habe ich die Möglichkeit, einmal eine Pre-Meshed Crack zu definieren. Und Sie sehen hier, für Pre-Meshed Crack brauche ich erstmal zu sagen, wo mein Rissfront ist. Das kann ich nur halt über Named Selections geben. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich habe. Das heißt, muss ich erstmal eine Named Selection erzeugen. Mein Rissfront ist quasi die Linie in der Mitte zwischen quasi Code Left und Base Left. Die Linie und das wäre mein Rissfront und das werde ich dann als Name Selection definieren. Ich wähle dann erstmal hier die quasi die Linie oder Edge und dann klicke ich dann auf diese Linie, rechtsklicken und dann es gibt die Option Create Named Selection. Sobald Sie dann halt ein Name Selection erzeugt haben, kommt hier Name Selection und das ist erstmal nur halt die Linie, aber nicht die Knoten, die wir über die Linie haben. Das heißt, nochmal rechtsklicken und dann können Sie dann halt Create Nodal Name Selection. Und das ist, was wir für REST benötigen. Jetzt habe ich diese Selection 2 und jetzt sehen Sie, mein REST ist hier. Und natürlich für meinen Riss benötige ich auch ein Koordinatensystem, was jetzt hier als Global Coordinate System ausgesucht ist. Und da können Sie sehen, dass Riss Front, Riss Seite quasi erstmal nicht genau, wo halt der Riss sich befindet. Es muss immer Y-Achse quasi ja, senkrecht sein auf Rissfront und das Feld, was eins ist, uns zeigt auch genau in dem Bereich sein, wo unser Riss ist. In dem Fall ist es nicht. Das heißt, ich brauche ein neues Koordinatsystem. Gut, dann komme ich hier über Coordinate Systems, dann rechtsklicken und dann können Sie quasi ein neues hinzufügen. Als Geometrie können Sie alles auswählen. Fläche, Kante, auch Punkte. Für mich ist wichtig, dass ich da die gleiche Kante bzw. die gleiche Linie auswähle. Und da kann ich dann halt klicken. Jetzt habe ich das neue Koordinatensystem und da können Sie dann sehen. Ich möchte Y in die Richtung haben, wo ich dann aktuell auch habe. Sollte Ihnen das nicht passen, können Sie dann halt immer wieder versuchen, das zu ändern. Da haben Sie immer die Möglichkeit zu sagen, die neue X-Achse, in welcher Richtung sein muss und so weiter und so fort. Nun habe ich mein Koordinatsystem, dann komme ich hier und dann kann ich dann halt sagen, da ist mein Koordinatsystem, dann wird das quasi jetzt anders erkannt. Ja, das soll dann ausreichend sein, erstmal für Fracture Part. Und dann komme ich auf Analyse und versuche ich dann auch die Daten da erstmal zu definieren. Wichtig ist natürlich, dass wir einmal eine ja, Verschiebung definieren. Wie gesagt, ich werde dann halt hier die Fläche einmal auswählen. Und auf diese Fläche werde ich
Die Fläche darf dann in x Richtung fix sein, in y Richtung, wie gesagt, benötige ich Zehntel Millimeter und in z Richtung kann genau die Fläche fix bleiben. Und dann habe ich fixe Lagerungen für untere Fläche. Und das kann ich auch gut definieren. Und das muss meine fixe Lagerung sein. Genau, ja. Das wäre auch meine Lagerung. Und jetzt muss ich dann halt definieren, was ich von Simulation erwarte. Und das kann ich genauso gut über Solution dann definieren. Ich möchte gerne mal sehen, was mit dem Bauteil passiert. Ist das Gesamtumformung wäre für mich interessant. Und dann auch wäre dann auch die Spannung, die man halt da hat, interessant. Dann lasse ich das auch. Und da möchte ich auch dann mein K-Werte, die man bei einer Bruchanalyse quasi benötigt, da auch definieren. K1, K2 und K3. Wenn ich dann diese Fracture Tools hinzufüge, frag mich ernst ist, wo der Riss ist oder welcher Riss soll simuliert werden, dann kann ich dann auswählen. Wenn man mehrere Risse hat, kann man mehrere Ausgaben bzw. Outputs definieren. Und ja, da habe ich K1 automatisch drin, dann kann ich auch K2 und K3 auch definieren bzw. verlangern. Und so habe ich dann halt mein Modell, das erste Modell, wo alles da definiert ist. In der Regel möchte ich manchmal mehr als nur ein Ergebnis am Ende ich deaktiviere Auto-Time-Stepping und dann kann ich zum Beispiel sagen 20 Substeps heißt das, ich werde dann in der gesamten Simulation 20 Mal die Ergebnisse geschrieben bekommen. Und das ist für meine Auswertung immer besser. Gut, dann kann ich jetzt Simulation starten. Wenn alles richtig definiert sein sollte, muss dann jetzt die Simulation losgehen. Und gucken wir mal, was meine Simulation sagt. Und können wir uns dann halt die Ergebnisse angucken. Gut, ja, das Modell ist nun simuliert, beziehungsweise die Simulation ist durchgeführt. Da können wir uns einmal die Ergebnisse angucken. Ich mache mal erstmal am besten die Ergebnisse von Wiesespannung auf. Da sehen wir hier einmal, vielleicht versuche ich hier rein zu zoomen. Sie können dann später auch verschiedene Aspekte sich angucken, aber grundsätzlich es ist genau, wo wir halt den Riss definiert haben. Hier ist dann halt die Auflage und dann kommt der Grundmetall. Und ja, grundsätzlich, was hier passiert, ist dann Delamination, was wir halt simulieren wollten und geht los. Und die Spannung hier dann halt etwas höher gehen. Und da können wir sehen, dass dann mit nur 0,1 Millimeter Spannung bzw. Verschiebung, was wir definiert hatten, können wir dann halt sehr gut die Vernetzung hier simulieren. Was auch interessant ist, ist die K-Werte, die wir da halt
simulieren wollten. Also grundsätzlich, in der Regel muss man halt gucken oder man versucht dann herauszufinden, welche Art von Spannung die man da hat, ob K1, Mod 1, ob Mod 2 oder Mod 3 dann halt gültig sind, je nachdem, welche Werte man hat. Man kann das unterschiedlich beurteilen. Wir hier sehen können, dann alle drei Werte ziemlich groß sind. Das heißt, wir haben eine Kombination von alle drei Modes, die wir da haben. Und genau, wäre das 2D gewesen, wo wir halt nur eine Zugspannung gehabt hätten, wäre dann halt K1 die Werte größer gewesen. Genau. Genau, das wäre dann halt mit der sehr feinen Vernetzung. Man könnte sich überlegen, dass man sagt, okay, wir versuchen einmal über eine feinere Vernetzung zum Beispiel die Simulation durchzuführen. Und das wäre folgendermaßen, dass man sagt, okay, in Rissfront versuchen wir dann halt die Vernetzung feiner kriegen. Das würde ich jetzt einmal auch hier ausprobieren. Dann würde ich dann ein Sizing hinzufügen und für mich ist Rissfront wichtig. Dann wird das die Kante ausgesucht. Man kann das hier als Beispiel sagen, entweder man gibt dann halt die Elementgröße. Man kann auch natürlich dann aufteilen und sagen, ich brauche 10 Knoten bzw. 10 Elemente da zu haben. Oder halt, was ich dann halt auch gerne nutze, ist dann ein sogenanntes Sphere of Influence quasi. Man kann dann einen Bereich, einen Radius definieren, in dem da halt Riss feiner sein soll. Das Ganze kann ich dann auch über Koordinatensystem definieren. Ich mache mal folgendermaßen mein Koordinatensystem, das ich dann halt vorher auch definiert hatte, habe ich hier. Und da brauche ich für mein, da brauche ich dann einen Radius quasi. Dann als Beispiel würde ich 10, das ist ziemlich groß. Dann probieren wir mal 5 mm. Was ich gerne mache, dann versuche ich so lange so groß machen, dass ich dann halt hier in dem Bereich Radius sehen kann. Sowas. Das heißt, hier wird in dem Bereich die Vernetzung deutlich feiner sein als restliche. Genau. Als Rest des Bauteils. Ich kann dann hier auch Elementgröße definieren für den gesamten Körper oder für die gesamten Körper hatten wir 3,5 mm gehabt und jetzt versuche ich mit 2 mm für den Bereich die Vernetzung zu definieren. Das Ganze kann ich nochmal versuchen zu aktualisieren und dann können wir jetzt direkt die Vernetzung sehen. Ja, das ist nicht der Fall gewesen. Das kann zwei Gründe haben. Einmal das hier. Ich dann vorhin erwähnt, dass ich gerne nicht mit Adaptive Sizing arbeite und hier kann ich auch Capture Curvature anschalten und nochmal versuchen, das Ganze zu aktualisieren. Kann aber auch sein, dass die Elementgröße, die ich dann halt diese Kante definiert habe, nicht fein genug ist. Aber trotzdem sehen wir jetzt, hier ist ein bisschen feiner geworden. Das kann ich gerne nochmal ein bisschen noch feiner machen und das Ganze nochmal aktualisieren.
Das kann man da beliebig damit spielen, versuchen, ja, deutlich feinere Vernetzung hinzukriegen. Und grundsätzlich, jetzt haben wir hier eine Kante von diesem Körper ausgesucht. Man kann das viermal wiederholen, quasi für jeden Körper. Teil einmal wiederholen, dann insgesamt hätte man dann noch deutlich feinere Vernetzung hier gehabt. Das können Sie sehr gerne von mir aus einmal ausprobieren. Das Ganze, was ich hier gerade gemacht habe, muss man sich dann halt wiederholen in verschiedenen, für die verschiedenen Körperteile. Grundsätzlich können Sie auch mit Elementgröße auch arbeiten, wo Sie dann halt versuchen, noch feiner kriegen. Sie haben bis 32 Elemente, ja, beziehungsweise die Lizenz sind 4 Stände. Als dieser Student geht bis 32.000 Elemente, daher haben Sie ein bisschen Platz hier mit der Vernetzung zu arbeiten und dann die Ergebnisse halt dann die ganzen Ergebnisse simulieren und sich dann einmal angucken. Genau. Ja, das wäre erstmal für Mod 1. Das ist nicht direkt Mod 1. Muss man halt von beiden Seiten quasi eine Zugspannung definieren. Aber halt, weil ich da nur in einer Richtung, in Anführungszeichen nur in einer Richtung, Verschiebung hatte, ist ähnlich wie Mod 1 für mich. Dann können Sie gerne nochmal versuchen, statt halt in Richtung Y, in Richtung Z eine Verschiebung zu definieren oder auch in Richtung X eine Verschiebung definieren und gucken, wie das Ganze aussieht. Und dann auch dann die Ergebnisse dann quasi exportieren und sich dann halt mal angucken. Genau, das wäre ein einfaches Beispiel für Delamination in einem ziemlich einfachen Bauteil. Und genau, im nächsten Beispiel, nächste Woche, werde ich versuchen, dann auch in so einem Beispiel quasi Risswachstum auch zu simulieren. Das können wir auch dann halt nächste Woche sehen, wie das komplett aussieht und wie das Ganze, wie wir Ganze quasi definieren können. Genau. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.